Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Willkommen immer noch auf Madeira. Ich war heute Morgen mit Lena auf dem Pico de Arriero oder irgendwie so heißt der Berg. Haben da einen Sonnenaufgang angeschaut, sind schon um 5 Uhr aufgestanden. Jetzt ist 8 Uhr. Sie hat mich rausgelassen mit dem Fahrrad und ich werde jetzt hier noch zu einem Trail hin. Gamble Line heißt der. Das ist irgendwie als Pro Trail oder so deklariert. Bin mal gespannt, aber irgendwie hat es hier sonst keinen anderen, der geschickt liegt. Ja, hier ist noch ein kleiner Apfel, da werde ich kurz hochpedalieren und dann sehen wir uns gleich auf dem Trail. So Leute, ich habe den Trail gefunden, voll geil. Ich entschuldige mich schon mal, falls ich jetzt sehr rumschnaufe, aber die 1800 Höhenmeter hier merkt man echt ganz schön. Also gerade bei dem Apfel musste ich kurz verschnaufen danach und so. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es noch so früh morgens ist. Der Wind ist so stark. Ich hoffe, der Windschutz an der GoPro hilft ein bisschen was. Es bläst hier ganz schön verrückt. Falsch abgebogen. Der Weg wurde immer enger und sah dann mehr nach Wanderweg aus. Oh ja, ich glaube, das hier ist der eigentliche Trail. Oh je. Verfahren, aber ich bin mir so zu 95% sicher, dass ich jetzt auf dem richtigen Stück bin. Ja, mal sehen, ob es noch ein paar oder ob es ein bisschen mehr noch in die Tiefe geht. Bin jetzt schon ganz schön ausgepowert. Den Trail gefunden. Yo, es geht jetzt ab. Boah, es ist ultra windig. Jetzt gerade richtig zur Seite gedrückt. Deutlich, ich springe nicht so ganz. Aber yo, ist das cool. Boah, ich glaube, es wäre auch eine richtig coole Fotolocation mit Lena. Also, dass sie Fotos von mir macht beim Biken. Ach, geht jetzt weiter. Okay.
Habt ihr gerade mein Vorderrad gesehen? Junge, als ich hier bin. Boah, ich hab gerade was gelegt. Puh. Oh Gott. Ey Leute, ihr habt keine Vorstellung, wie der Wind hier drückt. Ich glaube, es wurden irgendwie sogar Flüge und so abgesagt, weil das gerade so windig ist. Jo, geht der Trail ab. Okay, Proline. Junge, war das gerade steil. GoPro stellt es ja immer nicht so da. Aber ich glaube, das war das. Ich glaube, es war wirklich das Krasseste, was ich bisher auf Madeira hier gerade gefahren bin. Puh, mein Herz. Der Wind. Ja, also, na, gucken, da ging es irgendwie hoch. Ja, ich glaube, da vorne geht's. Junge. Ja, ist ganz schön in sich. Schaut euch das mal. Wie kann ich euch das demonstrieren? Keine Ahnung, aber der Wind ist so stark. What the heck? Ja Leute, ich bin ziemlich sicher jetzt eigentlich auf dem Trail wieder, der zumindest bei Trailfox eingezeichnet ist. Aber irgendwie sieht es schon wieder nur so nach Wanderweg oder normalem Weg aus. Sorry, hat mir den Trail irgendwie geiler vorgestellt. Weil das eine Stück war echt cool, da war es tricky mit dem Wind. Und der Rest ist irgendwie nur so, ja, so ein stinknormaler Weg. Entschuldigung. Okay, hab ich erschreckt. Aber ich muss sagen, das ist ganz cool, so die Aussicht. Einen Hasen habe ich vorhin gesehen, jetzt die Vögel gerade und so. Das hat schon was. So, hier auch schon wieder. Jetzt rechts runter gehen können. Aber ich glaube, ich mache jetzt keine Versuche mehr. Ich habe Hunger. Will was essen. Wir werden auf jeden Fall die Tage, ich glaube übermorgen, nochmal in den Westen rüber. Und da weiß ich auch, wo die Trails sind und wie die Trails sind. Das heißt, das wird, glaube ich, auf jeden Fall besser. Das ist ein Weg um die Absperrung herum. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich Lena finde. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass das jetzt nicht so der Hammer-Trail war. Aber ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euch auf. Right on. Ciao, ciao.